Was geht ab, meine Z-Fighter Hauser hier? Und Super Saiyan 3 Bardock ist nun endlich online im globalen Dokkan Battle. Sein Banner ist ebenso online wie sein Dokkan Event. Das Banner selbst haben wir uns im Banner Preview angesehen. Da bekommt ihr eine Information dazu. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber die eine Änderung hat sich durchgesetzt. Statt Angel Golden Freezer ist nun Omega Stellung dabei. Soll nichts Schlechtes heißen. Omega Stellung wirklich sehr, sehr gute Unit an der Stellung und hat eine sehr gute und solide Kategorie. Aber wir werden uns heute das Dokkan Event anschauen. Und dementsprechend schauen wir uns erstmal alle Informationen an. Beziehungsweise kurz aus vorweg, indem ich das Ganze hier aufnehme, am 4.6. gegen 10 Uhr morgens sind die Awakenings von Super Saiyan 3 Goku GT und Vegeta GT noch nicht online. Kann sein, dass es im Laufe des Tages ändert, beziehungsweise noch hinzugefügt wird die Tage. Haltet auf jeden Fall ein Auge offen, aber indem ich das aufnehme, damit ihr da Bescheid wisst, ist das Ganze noch nicht online. Nicht, dass ihr euch wundert. Anyways, wir haben hier eine Stage von Super Saiyan 3 Bardock. Wir haben jetzt zwei Schwierigkeitsstufen, einmal sie hat, einmal Super 2. Schon mal aus vorweg, das Event ist machbar. Ja, wenn ihr Uigokus Event geschafft habt, dann würdet ihr das hier auf alle Fälle schaffen. Wenn ihr dennoch Super 2 nicht schafft, sie hat, ist wirklich easy. Da kämpft ihr nicht mal gegen Super Saiyan 3 Bardock. Ihr kämpft dann nur gegen die ersten drei Runden. Gegen Tech, Physisch und Strength Bardock, also gegen Base von Bardock, gegen Physisch Super Saiyan Bardock und dann gegen Super Saiyan 2. Und in den letzten Runden ab Super 2, wenn wir das Ganze machen, kommt dann Super Insight dazu, das ist Super Saiyan 3 Bardock und danach kommt Agility Bardock dazu. Sache in diesem Event ist, wenn wir in der allerletzten Runde sind, auf Phase 5, dann haben wir nur 3 Runden Zeit, neun Angriffe, 3 Runden, um Bardock zu besiegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann bekommen wir ein Game Over und dann sind wir auch weg. Also wir können da auch kein Ace Drank Soul benutzen, um weiterzumachen. Heißt, ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, dass ihr Bardock in der allerletzten Runde innerhalb von 3 Runden down bekommt. Wie funktioniert das Ganze? Bardock hat nämlich auch ist anfällig gegen Linkskin, nämlich Universe Most Malevolent. Keine Ahnung. Malevolent! Ja, whatever, ihr wisst, das ist der Linkskin vom Freezer Clan. Da Freezer hat ihn, cooler hat ihn, deswegen wäre an der Stelle ein Team, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte, ein Resurrected Warriors Team mit Angel Golden Freezer, wenn ihr das habt. Nehmt ihr noch Tech Golden Freezer rein, den Agility. Angel Freezer könnt ihr mit reinnehmen. Oder ein Willensteam, ganz klar, das werde ich machen. Da packe ich mal Coole rein, mein Full Power Freezer und mein Tech Golden Freezer, das können wir uns aber gleich ansehen. Aber ansonsten mit allen anderen Teams solltet ihr auch auf jeden Fall das schaffen. Nur müsst ihr auf der allerletzten Runde auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da das innerhalb der 3 Runden hinbekommt. Also hilft euch da auch mit Items aus. Genau, ansonsten wäre es eigentlich zu Bardock, deswegen würde ich sagen, ja klar, eine Damage Reduction Skill heißt, in jeder Runde bekommt weniger Schaden, macht mehr Schaden. Okay. Das ist typisch so Dokkan-Event-like. Aber da haben wir eben diesen Link-Skill, der dafür sorgt, dass wir das Ganze annullieren. Deswegen würde ich sagen, die Theorie haben wir durch. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Stage an. Bis gleich. Gut, und dann sind wir auch schon im Kampf gegen unseren Urvater Bardock. Aber wir werden auf jeden Fall hier... Wir werden jetzt zeigen, wer hier der Boss ist. Leider. Vor allem, wir werden mal schauen, wir sind im Willens-Team. Wie gesagt, ich habe jetzt die ganzen Freezer mitgenommen aus dem Freezer-Clan. Das ist der Link-Skill hier. Bekommt 15% auf den Angriff. Ihr könnt immer gerne reinschauen, wer das Ganze hat. Ich habe hier im Team genommen Cooler, Full Power Freezer und Tech Golden Freezer. Dementsprechend werden die Jungs auf jeden Fall sehr gut reinhauen. Wie machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze mal so. Natürlich muss man sie miteinander linken, ansonsten aktiviert sich das Ganze nicht. Aber ja, das werden wir gleich sehen in der nächsten Runde dann, denn dort haben wir Cooler zusammen mit Tech Golden Freezer. Anyways, wenn euch das Ganze schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr mehr sehen wollt und neu hier seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr nichts an der Stelle verpasst. Und wirklich Shoutout an euch, also der Support ist gerade wirklich sehr, sehr gut. Wir wachsen wirklich ständig und das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr toll, dass wir da alle in einem Strang ziehen zusammen. Keep up und vielen lieben Dank für die nette Zusammenarbeit an der Stelle. Anyways, ihr seht schon, die erste Runde haben wir durch und jetzt kommen wir zu der zweiten, Kämpfe gegen Physisch-Type. Und jetzt aktiviert der Leader-Skill. Leader sage ich, der Link-Skill, unser Link-Skill hier, den ich euch demonstrieren will. Nämlich, wir sehen, das Ganze dann poppt orangeförmig auf, nämlich hier ist das, boom, Universe Most Malevolent, keine Ahnung, whatever, ohne Spaß. Ihr wisst, welchen Link-Skill ich meine, ich kann es legit nicht aussprechen, keine Ahnung warum. Aber wir werden sehen, dass so Link-Skills, wenn ihr darauf achtet, ja, viele Dokkan-Events haben sowas, dass sie quasi anfällig gegen Link-Skills sind, gegen Charakter etc. Nutzt das, es wird wirklich sehr viel ausmachen, das werden wir gleich sehen. Warte mal. Warum hat mein Freezer nicht geultet? Ach so. Okay.
Ja, Bardock hat uns natürlich gesealt, ja. Ich war da kurz baff, früh am Morgen, dachte ich, warte mal, was ist hier passiert? Sehe ich gerade richtig? Weil manchmal kommt mir es echt vor, dass Additional Attacks geskippt werden. Deswegen habe ich mich total gewundert. Ich habe gerade die ganze Zeit gewartet darauf, auf richtig viel Schaden wegen dem Link-Skill. Und auf einmal kommt ein Auto-Attack durch. Ich dachte mir, hier stimmt doch was nicht. Aber jetzt bin ich wach geworden. Sorry dafür, für die Verwirrung. Bardock hat uns gesealt, ja. Natürlich, wenn ein Gegner uns sealt hat, dann werden wir auch natürlich gesealt, wenn er uns ultet. Heißt, wir konnten unsere Ulti nicht machen in dieser Runde. Gut. Auf sowas muss man eben auch aufpassen. Bla bla bla. Ja, ihr merkt schon, früh am Morgen geht bei mir gerade legit gar nichts. deswegen soll ich mal versuchen, vielleicht ein, zwei normale Sätze rauszuhauen und nicht so komplizierte Whatever-Sätze. Anyways, dann kommentieren einfach mal das Ganze hier und sagen wir Rosé, so gesehen Rosé geht zu dritt mit dem Kagemut schon auf Bardock und wie viel Schaden macht er jetzt? 663.000 Kitbook kommt hinterher mit seiner Ulti. Ja. Dokkan-Kommentator musste man sein, ne? Dokkan-Kommentator. Überleg mal, es würde so Turniere geben. Und dann wäre ich da und würde das Ganze kommentieren. Hätte schon was, hätte schon was. Oh mein Gott, what a finish vom Freezer. He couldn't finish this, man. He couldn't finish this one. But, on the other side, we have Golden Freezer. Nein, okay, ich höre auf, ich höre auf. Geht nicht weg, bleib da, bleib da. Bleib da, ich höre auf, ich höre auf. Genau, gut, da sind wir schon beim Strength Super Saiyan 2 Bardock, wie das Ganze aussieht, richtig. Und jetzt wollen wir ein bisschen Action sehen vom Golden Freezer. Nämlich, wie viel Schaden macht unser Boy hier mit dem Link-Skill? Knapp 1 Million ohne Crit. Nice, nehmen wir auf jeden Fall an der Stelle. Jetzt kommen wir zum Super Saiyan 3 Bardock. Und hier müsst ihr euch noch keine Sorgen machen. Ihr kämpft gegen Int, klar, ist wahrscheinlich dann stark. Aber die drei Runden zählen erst danach. Also hier können wir noch gut behandeln, sage ich mal. Und ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Genau. Super Saiyan 3 Bardock an der Stelle wirklich eine sehr solide Unit. Wenn ihr mit ihm ein Super Saiyan 3 Team bauen könnt, dann lohnt es sich für ihn zu ziehen. Aber behaltet im Hinterkopf natürlich, das dreijährige Jubiläum steht kurz vor der Tür. Anyways, jetzt sind wir gespannt wegen den. Okay, wir kommen ja auf keine Million mit Rosé. Auf den Angriff. Aber. Ja, 500.000. Wir werden gleich merken. Full Power Freezer und Cooler werden ihn richtig, also legit auseinandernehmen. Weil die Typen Vorteile haben mit dem Link-Skill. Das wird wehtun gleich. Aber selbst Kid Buu wird wahrscheinlich soliden Schaden machen. Richtig, Kid Buu? Richtig. Genau, also ihr merkt schon, das Event ist wirklich machbar. Natürlich braucht ihr gute Teams, ja. Ihr braucht auf jeden Fall 120% Leader Neo Guard Lead oder Kategorie-Team, damit seid ihr gedeckt. Wichtig, achtet auf so Gegebenheiten, die ich euch hier gezeigt habe, ja. Achtet wirklich darauf und das macht sehr viel aus. Wenn ich das zum Beispiel jetzt mal zeigen durfte. Nämlich, wir machen das mal so, ich lasse Tech Golden Freezer dennoch drinnen, weil wir in der nächsten Runde gegen Agility kämpfen, haben wir Typenvorteil mit ihm, aber cooler, wenn nicht cooler, cooler wird ihn rausnehmen, wenn nicht sogar Tech Golden Freezer mit einem Crit. Hier ist jetzt der Linkse getriggert bei allen drei Charakteren, weil wir sie natürlich zusammen gelinkt haben. Oh, die Ulti ist geil. Die Ulti sieht richtig geil aus, wie in einem Superheldenfilm. Aber ja, Freezer steckt das gut weg natürlich, Freezer steckt das sehr gut weg. Aber jetzt, das meine ich. Nicht das. War kein Crit, sondern cooler. Cooler wird jetzt komplett eskalieren. Er kommt hier angegriffen mit 1 Million. Attack Set schon so außen vorweg und. Pff, ciao. Genau das sollten wir sehen. Genau das sollten wir sehen. Und zwar kommen wir jetzt. Jetzt ist es interessant, ja. Jetzt müssen wir in 3 Runden. Innerhalb von 3 Runden 9 Charges, 9 Angriffen besiegen. Unterschätzt es nicht. Er hat wirklich gut Leben, ja. Also nehmt ihr Items mit, die euer Angriff boosten, wenn ihr denkt, ihr schafft das nicht in der Zeit. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wirklich lieber auf Nummer sicher gehen. Und zwar machen wir das Ganze mal so. Denn nach diesen 3 Runden legit sind wir down. Ja, wir können ja auch nicht ziehen und kein Ghost Asche aktivieren, wenn mich alles täuscht. Weil es ist nicht so, dass in der Beschreibung stand, dass sich der Raum, in dem wir uns befinden, schließt. Und dann sind wir quasi K.O. Ja, das ist dann. Ich denke schon, dass Bardock da eine Ulti machen wird am Ende. Ich habe das in JP beobachtet, aber hier habe ich total vergessen, ob man das ziehen kann oder ob man das Ghost anschauen kann. Müssen wir probieren, wenn ihr es probiert habt, lasst mir in den Kommentaren wissen. Ich habe es gerade wirklich nicht im Kopf, aber in der Beschreibung stand eben, dass sich der Raum, in dem wir uns befinden, quasi krümmt oder schließt und wir deswegen verlieren, ja. Und nicht, dass Bardock das so one-shotet wie andere Events, die wir da kennen, wie Genki Dama Goku, das in der Ulti kassieren, das können wir ja ziehen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Aber müsste man probieren an der Stelle. So, ihr merkt schon, aber unser Boy Bardock nimmt schon gut Schaden der an der Stelle. Und hier kommt jetzt auch unser Freezer-Clan. Jetzt haben wir leider wirklich unserem Urvater Bardock da ein bisschen. Der tut mir da schon ein bisschen leid, dass wir mit der ganzen Freezer-Armee daher ankommen. Mit dem Linkskill und die auseinandernehmen.
Tut mir schon leid an der Stelle für Balrog, weil Balrog wirklich eine sehr coole Unit. Aber was soll's, wir müssen natürlich das Event schaffen, wir müssen auch die Medaillen farmen. An der Stelle wird auch unser Golden Freezer das Ganze beenden. Oh, 1,7 Millionen Schaden, nice one. Gut, ich hoffe, dementsprechend hat euch alles gefallen. Das war das Wochenende zum Super Saiyan 3 Bardock. Wie gesagt, passt auf jeden Fall darauf auf, dass ihr in der letzten Runde, wie wir gerade gesehen haben, da ihn auch in den drei Runden besiegt. Hilft euch mit Items aus, Items, die euer Angriff boosten, etc., etc., falls ihr denkt, ich schaffe das nicht on time. Ansonsten achtet darauf, wenn ihr Freezer habt, dann benutzt die Freezer, sei es in einem Extreme Physisch Team mit Cooler als Leader, Full Power Freezer, Resurrect Warriors, wäre das beste Team gegen Bardock anscheinend, nicht anscheinend, sondern definitiv das beste Team, Resurrect Warrior gegen Bardock. Wenn ihr das habt, benutzt Resurrect Warrior Team, benutzt Team geht auf jeden Fall auch. Anyways, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend entfallen. Wenn ja, entfallen. Gefallen! Ihr merkt schon, wir sollten das Ganze beenden, ne? Und ich sollte mal ein bisschen wach werden. Ja, sorry fürs bisschen durch den Wind sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.